Da wollen Sie uns was zeigen. Dieser Weg ist für die Wohltäter aus österreichischen Kärnten gut bekannt. Mehr als 20 Jahre besucht Mukaccio Andreas Kuchler mit seinen Gleichgesinnten. Mindestens zweimal pro Jahr liefern sie so nötige für die bedürftigen Hilfsgüter, von den Waschmaschinen und Computers bis zur Kleidung. Diesmal wurden unter den österreichischen Geschenken ganz besondere Güter. Wunderschön, wertvolle Trachten der kärntnerischen Region. Mir hat es sehr gefreut, dass ich herkommen habe können, dass ich die Trachten übergeben habe können, was ich gesagt habe. Dank den Andi, der was das in die Wege geleitet hat, mit mir Kontakt aufgenommen hat und dass sie das auch in die Wege leiten. Und mir hat das sehr gefreut, dass ich da einmal dabei sein habe können. Echt traditionelle Kleidung ist für die Mitglieder des Chores Singende Herzen und der Tanzgruppe Schmetterling des Kulturzentrums Palanok für die begabten jungen Sänger und Tänzer von großer Bedeutung, weil zu den Konzertprogrammen jungen Schauspieler viele österreichische Volkslieder und Tänze gehören. Dieses Geschenk ist nicht nur wertvoll, sondern auch äußerst rechtzeitig. Kurz vor traditionellen Sommer-Europa-Reise der jungen Kulturbotschafter der Ukraine. Das sind Trachten von ganz Kärnten, von alten Tälern. Kärnten sind das Trachten. Es ist Mölltal, es ist Gegenthal, es ist Jauntal, es ist Gurktal, es ist überall ein, zwei Trachten, was da dabei sind. Das sind verschiedene Trachten. Die Tracht besteht also grundsätzlich aus Handarbeit. Also sind bestimmte Stoffe, was man da sehr schwierig erkriegt, über das Heimatwerk in Kärnten. Nicht? Aber es ist trotzdem sehr schwierig, die Stoffe zu erwerben. Aber es werden normal, also immer, Originaltracht wird immer mit der Hand gemacht, nicht? Mit der Hand geschneidert. Also in der Gruppe, wo sie die Trachten überreiten, die Trachten habe ich in vieler sicher schon gesehen. Das, und ich bin eigentlich immer bei vieler Kirchtag dabei in der Brauchtumswoche. Und da sind eben die Gruppen in vieler am Rathausplatz aufgetreten. Nicht? Wir waren zweimal schon im Jahre 2008, im Jahre 2011 mit unseren Gruppen Kinder-Jugendchor Singende Herzen und Tanzgruppe Schmetterling. Panier, wir haben aufgetreten. Und sie haben gesehen unsere Tanzgruppen, aber leider Trachten haben wir nicht so schöne. Und jetzt haben sie für uns geschenkt und wir freuen sich darüber sehr. Und wir haben gezeigt ein paar schöne deutsche Tanz und natürlich auch ukrainische. Und sie haben sich sehr gefreut, dass unsere Kinder haben auch Freunde und haben jetzt auch schöne Kostüme zu diesem österreichischen Tanz. Sehr viele Reisen, das ist Deutschland, Österreich, Frankreich, aber am besten hat mir gefallen in Villach. Dort mit dem Chor und mit der Tanzgruppe haben wir teil in den Kirchtag festgenommen, viele Auftritte, eine Messe gehabt und ein sehr interessantes Programm.
wir waren sehr beeindruckt. Es hat uns sehr gefallen und hoffen wir noch einmal dort zu sein. Wie viele Gruppen gehören zu Ihrem Verein? Zu unserem Verein gehören ca. zwischen 55 und 60 Gruppen. Ja. Unser Hauptding ist Volkstanz und Schublatteln. Was bedeutet das? Schublatteln ist ein Burschentanz. Das wird mit Händen geklatscht. Den typischen kärntnerischen Männertanz haben wir während des Villacher Kirchtages gesehen und waren dafür uns völlig begeistert. Dass fast die ganze Gegend singt und tanzt. Ja, es ist, das sind von ganz Kärnten, also das ist das Bundesland Kärnten, wo die ganzen Vereine in den einzelnen Tälern oder Gemeinden ansässig sind. Da ist natürlich jeder Verein hat einen eigenen Obmann, nicht? Und ich bin der Landesobmann von ganz Kärnten, nicht? Also von ganzen Bundeslanden. Singen und tanzen Sie? Ich tanze auch und Schublattler auch. Diesmal wurden keine offiziellen Treffen im Programm des Aufenthaltes der Delegation von österreichischen Wohltätern geplant. Außer dem Besuch einiger von Sozialeinrichtungen und Verteilung der gelieferten Hilfsgüter mochten die Gäste aus Österreich die heimische Holzkirche besichtigen. Leider hat das Wetter diese Pläne gestört. Obwohl für Andreas Kuchler im Laufe von mehr als 20 Jahren es fast keine unbekannte Eckchen in Transkarpatien geblieben ist. Hatten kärntnerische Wohltäter ein besonderes Erlebnis? Treffen mit den gut bekannten in unserer Region Biologe Michel Jacobi aus Deutschland, der seinen Traum erfüllend die Population der heimischen Büffel gerettet hat. 1984. Aber das Experiment ist komplett nach hinten losgegangen. Die Büffel sind verrückt, ganz schwierig in der Haltung und anfällig für Krankheiten. Also diese bulgarische Mischlingshaltung, also die bulgarischen Tiere sind alle in der ersten Generation gestorben, haben allerdings noch Kinder zeugen können. Und das sind jetzt die Kindeskinder von denen. Also es war ein schlechtes Experiment und dadurch haben wir halt viele reinrassige, gute Karpatenbüffel verloren. Dann habe ich sie an einen Nachbarn verkauft. Ja. Diese Institution, dieser Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, aussterbensbedrohte Haustiere zu erhalten, hat uns sehr beeindruckt. Ist aber uns nicht unbekannt. Wir haben auch in Kärnten ähnliche Institutionen von Haustieren, die keine Wirtschaftstiere sind, also nicht so viel Milch oder Fleisch hergeben. Deshalb kommen sie ins Hintertreffen und sind bedroht auszusterben. Und es gibt in Kärnten auch Tiere, zum Beispiel das Brillenschaf, das Kärntner, eine absolute Rarität. Da gibt es auch einen Verein, der sich um die Erhaltung dieses Schafs bemüht. Und deshalb war das, also diese Institution uns nicht ganz unbekannt. Aber es ist nur zu gratulieren, dass hier junge Menschen mit überaus in großem Idealismus hier ans Werk gehen, ohne zu wissen, wie es überhaupt ausgeht. Und ständig in der Angst, finanzielle Not und Schiffbruch zu erleiden. Ein der Schwerpunkte der Zusammenarbeit zwischen Villach und Mukatschewo, die während der Gegenbesuche der offiziellen Delegation besprochen wurden, ist der Erfahrungsaustausch von Fachkräften des Wasserwerkes mit dem Ziel, die Situation mit der Wasserversorgung in der Stadt am Latoritzer zu verbessern. Es war im Vorjahr der Villacher Bürgermeister hier in der Stadt Mukatschewo und es hat ein Treffen zwischen dem Herrn Bürgermeister Lendl und unserem Bürgermeister Herrn Mansnreiter gegeben und da ist eine Projektpartnerschaft im Zusammenhang mit der Wasserversorgung vereinbart worden. Die Projektpartnerschaft sieht so aus, dass vorerst Experten der Stadt Villach die Situation in Mukatschewo eruiert haben, analysiert haben und eine Expertise erstellt haben, wo drin steht, was zu tun wäre. Im Großen und Ganzen handelt es sich um Wissenstransfer von Villach hierher. Und die Stadt Mukatschewo
kann sich unseres Wissens bedienen und laut dem Plan, der erarbeitet wurde, kurzfristig, mittelfristig und langfristig die Wasserversorgung sanieren, herrichten. Und es war so, es waren zwei Leute, haben 14 Tage bei uns im Wasserwerk der Stadt Villach mitgearbeitet und konnten so unsere Strukturen lernen, unseren Personaleinsatz, unsere Abteilungen. Und ich glaube, wie mir gesagt worden ist von den zwei Ingenieuren des Kretschewer Wasserwerks, sie haben sehr viel Neues mit nach Hause gebracht. Und was sie als besonders wichtig erachtet haben, war, dass in ihren Köpfen etwas stattgefunden hat, eine Veränderung Richtung Verbesserung, neue Sichtweise und damit eine Modernisierung der Wasserversorgung. Ich konnte Ihnen mitteilen, in der Grußbotschaft von Herrn Bürgermeister, dass Sie zu jeder Zeit, zu jeder Stunde unser Know-how abrufen können und wenn es irgendwo klemmt sozusagen, können Sie sofort unsere Experten kontaktieren und sich die Meinung holen oder Hilfe holen. Не так давно ми зустрілися з мером міста Філаха, паном Гельмутом, і підписали такі договори на те, що ця співпраця буде продовжуватися. І цього разу вони теж привезли нам гуманітарну допомогу. Ми побували в наших дошкільних закладах, в організаціях, де проводиться робота з інвалідами. Вони теж була вручена гуманітарна допомога, і ми дуже вдячні за те, що є така підтримка. Wir haben auch Familien besucht, wo wir direkt diese Hilfsgüter übergeben konnten. Ja. Wir haben diesmal wieder die Lieferung fast ungefähr, ich weiß es nicht genau, bei 12 Tonnen Hilfsgüter. Mhm. Es sind auch sehr wertvolle Geräte dabei, Waschmaschinen sind dabei, 25 Computer, Notebooks. Wer bekommt das? Das sind Institutionen der Stadt Mukatschewo. Unsere Partner der Sozialinstitution Dolia, Frau Sokolova, sind unsere Partner und wir arbeiten zusammen. Und sie weiß, wer etwas braucht. Das sind ungefähr 25 Institutionen der Stadt und wir versuchen gemeinsam, diese Menschen mit unseren Hilfsgütern zu beliefern. Mit der Veränderung und die Geschehnisse in Maidan und in dem Gefolge ist es jetzt besser geworden und wir sind, was unsere humanitäre Hilfe hier betrifft, zu einer Normalität zurückgekehrt, Gott sei Dank. Wir haben uns über viele Monate hinweg bemüht, die Einfuhrgenehmigung für die humanitäre Hilfe zu bekommen. Es hat 8-9 Monate gedauert. Es hat nicht funktioniert. Ich habe, diese humanitäre Hilfe durchzuführen, alle Kräfte, die es nur gibt, mobilisiert, unseren Bundespräsidenten, unseren Außenminister. Und ich glaube, die haben auch wenig Erfolg gehabt. Aber mit der Veränderung und die Geschehnisse in Maidan und in dem Gefolge ist es jetzt besser geworden. Und jetzt nachbetrachtet sehe ich das so, dass vielleicht das Janukowitsch-Regime so eingewirkt hat, dass die Westukraine keine Vorteile bezieht aus Westeuropa. Jetzt hinten nachbetrachtet glaube ich, dass sehe ich das so bestätigt. Wir haben jetzt die nächste Hilfslieferung absolviert in den letzten Tagen und bereiten aber schon die nächste vor, das dürfte im September, Oktober werden. Und ich denke, die Bürokratie in Kiew im Zusammenhang mit der humanitären Hilfe ist so weit, dass es keine Probleme mehr geben sollte. Diese Signale habe ich. Die österreichischen Gäste, die sich die Situation im Westen der Ukraine zu Herzen nehmen, haben die Familien der gefallenen ukrainischen Soldaten besucht und das Andenken unserer Helden geehrt. Die Situation meinen und auch die Auseinandersetzung zwischen den sogenannten russischen Kräften und der Ukraine ist das natürlich für uns überaus erschütternd. Es fehlen uns eigentlich die Worte, dass so etwas heute im Jahre 2014 überhaupt noch möglich ist. Diese Schreckensmeldungen, gerade heute aktuell bekommen wieder, gerade diese Schreckensmeldungen über die 23 gefallenen jungen ukrainischen Soldaten, die versetzen einen wirklich in einen Schock. Deshalb auch, weil die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die Erzählungen meiner Eltern und Großeltern mit Ähnlichem verbunden waren. Es ist immer diese Angst gewesen, wann kommt der Briefträger mit dem Brief und erklärt und bringt diese schreckliche Post, dass die Kinder an der Front gestorben sind für zweifelhafte Ideale. Und deshalb ist es hier nachfühlbar, was hier passiert und was die Bevölkerung mitmachen muss. Musik.
Thank you.